Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten professionellen YouTube-Video, das wir das erste Mal nicht selber filmen, sondern filmen lassen. Und zwar als erstes Projekt haben wir uns im Prinzip überlegt, die Reinigung und die Wiederinbetriebnahme, das heißt wieder ganz normal Einrichten eines Biotop-Aquariums. Hier haben wir unser Rio Negro-Biotop, wo momentan Iwanakara adoketa und Nanostromus marginatus drin leben. Und ja, deswegen gibt es mal so ein kleines Update, wie man so ein Biotop-Aquarium eigentlich reinigt. In dem Fall unser Baumstamm-Aquarium mit dem Innenmaß von Aquarium 100x30x30. Drüber ist eine Daytime-LED, eine Echo. Und die, ja, einfach so tolles Licht macht für dieses Biotop, wie es mir persönlich passt, gerade in der Schwarzwasser-Aquaristik. Fangen wir an. Erster Step ist im Prinzip, die kompletten Oberflächen, Schwimmpflanzen erstmal runter zu bekommen, dass man nachher auch wirklich sauber drin arbeiten kann. Somit kann ich auch gleich im Prinzip tote oder kaputte Pflänzchen einfach aussortieren. Das mache ich im Vorhinein und schöpfe dann später einfach nur die ab, die wieder später dann reinkommen. So. Ein Biotop-Aquarium wird im Regelbereich gar nicht so extrem gereinigt bzw. gedüngt, gepflegt, wie jetzt ein Aquascape beispielsweise. Das heißt, wir haben hier natürlich auch Algen, ja, die natürlich auch gerne mal vorkommen dürfen. Natürlich nur in einer begrenzten Anzahl, so dass es immer noch natürlich, ordentlich und gepflegt ausschaut. Ihr seht hier schon die erste Mulmschicht, die sich einfach aufgrund Fischkot, dann abgestorbenen Blättern, abgestorbenen Kokosnussfasern, die ich einfach reingesetzt habe, damit sich eben schnell ein Mulm bildet. Dieser wird auch später drin bleiben, was natürlich dann auch dazu dient, den Tieren wirklich ein optimales Biotop bieten zu können, weil auch in der Natur, in dem Fall beim Rio Negro am Flussufer, wirklich große Zentimeter dicke Schicht an Mulm vorkommt. Wie gesagt, wir fangen an, die ersten Pflänzchen rauszusortieren, die wir eben nicht mehr haben möchten. Dazu zählen natürlich auch dann hier solche Pflanzenreste. Die kommen einfach raus, die kommen daher, weil aufgrund des pH-Wertes einfach einiges an Pflanzen abstirbt. Das ist aber gar nicht schlimm, das ist gewollt so, dass wir einfach hier wirklich was sehr Natürliches auch haben im Vorkommen. Man sucht sich im Prinzip die raus, die man nicht mehr drin haben möchte und keschert dann später einfach nur die ab, die wieder rein sollen. Ich mache das gerne so, somit habe ich immer einen Ausfall oder beziehungsweise kann mir rausnehmen, was nicht mehr schön ist und habe es später dann auch einfach bei der Reinigung, weil mir eben nicht alles am Unterarm klebt. Schwimmpflanzen sind in diesem Fall sehr, sehr wichtig, weil es eben für die Tiere eine Schutzdarbietung ist. Auch in deren Gewässern vor Ort ist es einfach so, dass die wirklich eine große Menge an Schwimmpflanzen oben drauf haben und da wirklich auch Schutz gegeben ist von oben. Es ist gerade Räuber, das heißt Vögel, die Tiere nicht so schnell erkennen. Ihr könnt da wirklich großflächig aussortieren, weil die Pflanzen wachsen sehr, sehr gut und schnell. Das heißt, ihr könnt da wirklich auch mal was rausnehmen, was ihnen jetzt so, ja, kann ich das jetzt rausnehmen, soll ich es nicht rausnehmen? Das nehmt ihr dann einfach raus. Wenn dir Zweifel bestehen, immer dafür entscheiden, rauszumachen. Weil erstens, Pflanzen sind sehr schnell nachgesetzt und zweitens sieht es immer besser aus, wenn man ordentlichen Pflanzenbewuchs im Aquarium hat. Auch in einem Biotop. Wichtig ist auch, dass ihr einfach maximal 2/3 des Aquariums von Oberflächen Schwimmpflanzen bedeckt haben solltet maximal, damit der Sauerstoffhaushalt nicht ins Wanken gerät. So, im Großen und Ganzen haben wir jetzt eigentlich alles weg. Wie gesagt, es war nicht viel. Und wir gehen jetzt über zum Abkeschern. So, wir fahren einfach mit dem Kescher durch unsere Schwimmpflanzen. Schauen, dass in dem Fall die Palmblätter drin bleiben. Nehmen uns in dem Fall jetzt hier einen Fischfangbecher und keschern die einfach mal rein. Hier leben jetzt momentan 2 Pärchen Iwanakara adoketa, also Zebra-Akara auf Deutsch.
und Nanostomus marginatus darin. Das sind, glaube ich, an der Zahl 15 Stück. Und hier werden jetzt später dann noch Nanostomus mortentaleri einziehen und die marginatus gehen raus. Alle Produkte, die ich heute hier verwende für euch oder für das Aquarium, findet ihr natürlich auch in unserem Online-Shop. Die Verlinkung seht ihr hier oben. Und klickt einfach drauf, stöbert ein bisschen rum, gibt tolle Angebote immer wieder. Und ein kleines Gimmick von mir, bei jedem Päckchen, das versendet wird, ist automatisch ein kleines Extra mit verpackt, in Form von einem Spruch oder irgendwelchen Sachen, die einfach zur Biotop-Aquaristik passen, zur Tierhaltung. Und da ist immer so eine Kleinigkeit mit dabei für euch. Einfach so ein nettes Gimmick für euch. Genau, wenn ihr das öffnet, dass ihr auch ein Schmunzeln auf dem Gesicht habt. Genau. Also es ist jetzt so, natürlich, oben ist wirklich jetzt fast leer. Es sind wirklich nur vereinzelt ein paar Schwimmpflanzen vorhanden. Ihr könnt natürlich jetzt nachher von euren Ausgesuchten wieder etwas dazusetzen, dass es einfach wieder mehr Schutz bietet. Ansonsten, wenn eure Tiere nicht zwingend auf diese Schwimmpflanzen angewiesen sind, dann könnt ihr im Prinzip auch das so belassen und ihr wartet einfach so circa 2 Wochen, 14 Tage, dann ist es wirklich wieder schön gut nachgewachsen. So, zur ersten Reinigung, das heißt hier oben unsere Abdeckscheibenhalter, also im Prinzip die Stege, die werden jetzt erstmal gereinigt. Dazu verwende ich den JBL Cleaning Glove und mache den einfach ein bisschen nass und fahre einfach hier so ein bisschen drüber. Ich habe damit einfach ein bisschen mehr Gefühl als mit einem Schwämmchen und kriege damit auch gut Kalkränder weg. Was ich nicht wegbekomme, zeige ich euch nachher mit einem anderen Produkt, wobei wir hier wirklich relativ wenig Kalkansätze haben. Da wir hier auch mit Quellwasser aus der Leitung fahren, wir haben eine Carbonathärte von 2 und eine Gesamthärte von 4. Und da halten sich die Kalkränder einfach Gott sei Dank bei den Aquarien in Grenzen. Durch das Einbringen von Pulver, was mir das Aquarium dann nachher auch wirklich zum Schwarzwasserbiotop macht, ist es natürlich auch so, dass ich braune Einfärbung an den Gläsern habe. Diese kann ich natürlich wunderbar mit dem Handschuh einfach wegmachen. Natürlich ist es auch so, dass ich mit dem Handschuh wunderbar die Scheiben reinigen kann, also die Großscheiben. Jedoch verwende ich dafür einfach immer noch einen handelsüblichen Spülschwamm. Ich finde einfach, das Ergebnis ist besser. Meine Finger muss ich nicht im Prinzip irgendwelche Kunststücke machen, damit ich da alles wegbekomme. Deswegen nutze ich da einfach noch einen ganz normalen Schwamm. Nächster Step ist im Prinzip, dass wir einmal ein Stück Wasser rauslassen, dass man einfach ordentlich putzen kann, ohne dass Wasser überschwappt. Das heißt, wir haben hier die Konstruktion aus einem Gardena-Schlauch, einem Schlauch 1622, dann im Prinzip ein ganz normales Saugrohr und vorne drauf ganz primitiv einen Korb gesteckt, damit keine Kleintiere, das heißt auch keine Garnelen, keine Babygarnelen angesaugt werden. Stecke ich einfach hier rein, lasse ihn stecken und schalte jetzt die Pumpe an. In der Zeit, wo die Pumpe läuft, seht ihr einfach einen Zeitraffer, wie es nach unten geht und wir sehen uns dann gleich wieder. Ihr habt den Zeitraffer gesehen. Wir haben jetzt ein Teil Wasser rausgemacht, nur so viel, dass es nachher beim Reinigen der Scheiben nicht überschwappen kann. Wie ich schon vorher erwähnte, ich nehme einen handelsüblichen Reinigungsschwamm. Ist für normales Floatglas absolut geeignet. Ihr könnt aber auch bei größeren Aquarien, zum Beispiel hier, den JBL Blanky nehmen. Da habt ihr im Prinzip vorne einfach Stahlwolle drauf. Könnt im Prinzip damit schön, bei dem Aquarium macht es natürlich jetzt keinen Sinn, könnt natürlich damit dann auch wunderbar bei großen Aquarien die Scheibe reinigen. Bei so einem Aquarium mache ich das jetzt eher nicht. Das ist einfach nur, um euch das zu zeigen, weil es einfach so ist, dass es sehr unhandlich in so einem kleinen Becken ist. Deswegen mache ich das gerne hier von Hand. Aber auch für größere Aquarien, ich sag mal ab einer Höhe von 40, 50 Zentimetern, macht es wirklich einen Sinn, das Ding. Und es macht einfach auch Spaß, weil eben du bist nicht mit der ganzen Hand im Aquarium. Es ist ordentliches Arbeiten und wirklich ein tolles Produkt. Gibt es auch bei uns im Online-Shop, den ihr da oben übrigens seht. So, also wie gesagt, ich nehme normalen Schwamm, mache ihn feucht
und fahre wirklich schön ordentlich hier überall hin, wo ich hinkomme. Bei so einem Biotop ist es natürlich jetzt auch so, dass ihr keine Angst haben müsst, dass jetzt eine Wurzel oder sowas bewegt wird oder ein Stein, weil es gehört so. Ja, also im Prinzip, so wie das Ding fällt, so war, hat es die Natur jetzt vorgesehen. Und also nicht schlimm. Natürlich räumen wir nachher noch ein bisschen auf, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht, dass die Leute auch wieder was zum Reinschauen haben. Sand sollte natürlich nicht in den Zwischenraum zwischen zwischen Scheibe und Schwamm kommen, sonst könnte es sein, dass ihr die verkratzt, die Scheibe. Das heißt, ordentlich sauber machen. So, hier seht ihr zum Beispiel auch wieder eine Pflanze, die einfach sich jetzt aufgrund des pH-Wertes nicht so wohl fühlt. In dem Fall holen wir sie raus, um einfach Nitrate, Phosphate so weit im Schach zu halten. Wir haben genug Mulm drin. Und vor allem ist es nachher so, das Wasser wieder so schwarz, Entschuldigung, dass es einfach ihr die Rückwand auch nicht mehr seht. Dann habt ihr natürlich auch oben dran auf den Wurzeln einfach auch Algenbelege, irgendwelche Dreckbelege. Da könnt ihr auch wunderbar hingehen und mit dem Schwamm einfach kurz drüber fahren, wenn euch das wirklich zu viel ist an Patina. Dann könnt ihr das auch ein bisschen wegmachen. Hier oben zum Beispiel seht ihr, ist ziemlich auch viel Mulm drauf, auch von der Pumpe. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Palmwedelblatt, das jetzt hier anfängt schon wirklich auseinanderzufallen. Auch hier der Stiel, der ist noch relativ hart. Aber hier werde ich jetzt einfach hingehen, hier abschneiden, den Rest des Blattes wieder reinmachen. Somit habe ich das Thema dann auch abgeschlossen. Dafür nehme ich mir einfach eine kleine Schere. Schneide mir das Blatt hier ab. Nehme das hier raus. Auch wieder hier rein. So. Jetzt kommt das nächste, was ihr machen solltet. Und zwar, ihr solltet ja im Prinzip auch schauen, dass ihr das Aquarium nachher wieder richtig schön ordentlich einrichtet. Das heißt, ihr nehmt euch die lockeren, in dem Fall Palmwedel. Geht einfach hin. Ich habe hier mal eine Box vorbereitet. Da könnt ihr dann die Palmwedel vorübergehend einfach hineinlegen. Dann stellen wir das mal hierher. Dann haben wir natürlich auch noch vereinzelt Äste, die jetzt nicht befestigt sind. Um das besser reinigen zu können, nehmen wir die einfach mal raus. Da seht ihr zum Beispiel das Moos. Ich habe ja absichtlich Pflanzen reingebracht in dieses Becken, wie es dann später in der Natur im Prinzip auch ist. Das heißt, das Moos wird mit der Zeit eingehen, es werden nur noch Reststücke draufhängen. Dann sieht es einfach so aus, als wäre ein Stück Ast aus dem Emersenbereich, das heißt über Wasser, reingefallen und das Moos, was oben drauf war, ist dann einfach eingegangen. Das liegt hierbei einfach an dem pH-Wert, dass das Moos eingeht und natürlich von dem gedrückten Licht und somit. Es sieht es eigentlich ganz natürlich aus. Den Tieren gefällt es natürlich jetzt nicht so unbedingt, dass man ihr Habitat, ihr Zuhause einmal komplett ausräumt, aber bei einem Biotop, wo ich eben mit viel Laub arbeite, ist es doch mal wichtig, wirklich zu schauen, dass ich so viel wie möglich auch mal rausnehme, was einfach das Wasser belastet, unnötig. Und da kann ich dann wirklich schön auch mal die Wohnung sauber machen. Ihr seht hier, wie schön sich wirklich alles jetzt langsam zersetzt und unten wirklich so eine schöne Mulmschicht bildet. Da gehen wir einfach hin und rücken uns das ein bisschen zusammen. Werden dann nachher auch noch neue Blätter einsetzen. Das werde ich auch noch erklären, wie man das macht. Und dass man da die alten machen wir einfach ein Stück weit nach hinten. Die dürfen da ruhig drin bleiben. Es darf ja ruhig alles ein bisschen eingehen. Hier haben wir nochmal ein Stück Palmwedel, auch ab in den Müll.
Hier seht ihr Kokosnussfasern von einer Kokosnussschale. Die verwende ich sehr gerne, einfach aus dem Grund, weil natürlich kommt eine Kokosnuss jetzt dort nicht direkt vor. Hat aber den Grund, dass ich das eingefügt habe, dass ich so schnell wie möglich irgendwelche Faserstoffe hineinbekomme, einfach die natürlich aussehen, die wie auch dort, sage ich mal, einfach recht schnell einen Mulmsatz bilden. Und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, sehr, sehr ordentlich. Und das kann ich jetzt nachher wirklich super auch verarbeiten, dann hier unten als Mulmschicht. Wir haben jetzt im Prinzip 50% Wasserwechsel gemacht. Das heißt, 50% sind raus. Und wir fangen jetzt im Prinzip wieder an, das Biotop einzurichten. Wir werden uns auf Wunsch der Kunden ein bisschen orientieren, dass das Gestrüpp, wie sie es immer so gerne genannt haben, etwas nach hinten geht. Das heißt, dass hier einfach mehr Schwimmraum für die Tiere vorhanden ist. Wir fangen an auch wieder mit den großen oder mit den dickeren Stücken. Das heißt, hier haben wir jetzt zum Beispiel einfach drei so etwas dickere. Hier hinten liegt der Heizstab, damit wir den etwas verbauen, damit er nicht so ersichtlich ist. Gehen wir einfach hin. Es darf wirklich, also ihr müsst da nicht darauf achten, dass es perfekt irgendwie ist. Nein, die Natur sagt uns im Prinzip, was perfekt ist. Nämlich so, wie es die Natur macht, so ist es perfekt. Alles andere ist von uns getätigt. Das ist natürlich auch das Schöne an dem Biotop. Das heißt, ihr habt immer das gleiche Thema, aber das Aquarium kann auch mal anders ausschauen. Habt ihr mal natürlich bei einem anderen Aquarium nicht unbedingt. Also vom Layout her. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Wenn ihr gerade so, sage ich jetzt mal, ein Rio Negro Biotop habt, wo jetzt nicht wunderbar verpflanzt ist. Ich meine, im Rio Negro, seien wir mal ehrlich, wer schon mal dort war oder sich Bilder angeschaut hat, im Rio Negro werdet ihr keine bis ganz, ganz wenige Pflanzen finden, die einmal mit dieser geringen Menge an Licht auskommen, was einfach herrscht aufgrund des Schwarzwassers. Das heißt, viele Pflanzen können dort unter Wasser einfach keine Photosynthese fahren. Das wird euch ja erst auffallen, wenn ihr die Bilder seht, da von vor Ort. Und deswegen gibt es hier bei dem Baumschirmaquarium auch Bilder im Hintergrund auf der Beschreibung des Aquariums, wie das einfach unter Wasser auch aussieht und was ich da wirklich nachgebildet habe. Es ist einfach wirklich dieses Rio Negro Bach oder Pfützen oder Überschwemmungsgebiet, wo ich jetzt nachgebildet habe. Das heißt viel Wurzelwerk, viel Blattwerk, wenig Pflanzen. Und im Überschwemmungsgebiet selbst ist es natürlich so, dass da wirklich viel Graspflanzen vorkommen, Echinodorus, Farne, Moose, aber das ist alles E-Meers und nicht Submeers. Und deswegen wird es auch, wenn das Wasser länger stehen würde oder länger steht, auch eingehen. Genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben unter dem Video, ob ihr selbst ein Biotop habt, was für ein Biotop und wie ihr denn das pflegt, gerade reinigt. Auch gerade in so einem Biotop, wo es halt einfach viel Geäst gibt, dass ihr auch wirklich ordentlich zum Putzen kommt. Gerne mal eure Erfahrungswerte, vielleicht ist da was für mich dabei. Ansonsten, das ist so mein Tipp, was ich geben kann, damit ihr einfach seht, wie man so ein Biotop reinigt und dass es wirklich nicht schlimm ist. Also manche denken ja, ich hatte es vorhin mit dem Kameramann Christian davon, er kam zum Aquarium und sagte, das riecht ja gar nicht, also das riecht, stinkt nicht. Da sage ich, nein, wieso soll es denn auch stinken? Ja, aufgrund der vielen Wurzeln und des kaputten, eben dieses Wasser, was pH bei 5 tendiert und diese abgestorbenen Pflanzen. Nein, es stinkt nicht. Du musst es einfach nur im Griff haben und dann stinkt ein Biotop auch nicht. Also um Gottes Willen, wenn ein Biotop stinkt, dann passt da absolut was nicht. Und das passiert dann auf jeden Fall, wenn ihr zu wenig Strömung habt, zu wenig Filtervolumen, wenn ihr einfach nicht ordentliche Wasserwechsel macht, nicht sauber macht, dann kann das sicherlich passieren. Aber wenn ihr die ganzen Sachen beachtet, wie 50% Wasserwechsel die Woche, ich zum Beispiel räume zweimal im Monat aus, wieder ein, dann habt ihr das Problem auch nicht. Also da kann ich euch das Ganze auch versichern. So, wir haben fertig wieder eingerichtet und setzen jetzt einfach nur noch unsere paar Schwimmpflanzen wieder oben drauf. Das heißt, die setzen wir einfach hier in die freien Zonen und werden jetzt dann gleich, sobald wir hier fertig sind,
wieder Wasser reinlaufen lassen, einfach bis zur Kante. Und die Schwimmflasen drückt es natürlich mit hoch. Es werden natürlich ein paar hängen bleiben irgendwo. Was aber nicht schlimm ist, sieht ja auch ganz gut aus. Ein bisschen grün dazwischen. Wie gesagt, die Palmwedel liegen oben drauf, als wäre im Prinzip oben drauf die Palme. Er würde im Prinzip reinragen. Und auch innen drin liegen ein paar Palmwedel, damit es einfach natürlich aussieht, auch dieses Abgestorbene zu zeigen. So. Den Rest haben wir dann noch ein bisschen für die Kampffischbiotope bzw. die Verkaufsanlage bei den Kampffischen, weil die lieben eben auch Schwimmpflanzen. Und ja, an Schwimmpflanzen wird es mir hier definitiv nie ausgehen. Wir lassen Wasser rein und wir sehen uns gleich wieder. Im Prinzip haben wir hier ein kleines Wundermittel gegen alle Arten von Kalk. Wie kriege ich eine verkalkte Scheibe am besten sauber? Mit einem ganz normalen Zebertuch. An den Stellen, wo ihr einfach merkt, okay, da war ein bisschen oder da ist mehr Kalk, da geht ihr einfach nochmal hin. Jetzt zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist einfach noch ein bisschen Kalkrand, hier unten drunter. Da gehen wir einfach hin, nehmen nochmal die Scheibe. Vielleicht sieht man es so besser, genau. Nehme ich nochmal mein Pure Clean. Und jetzt kommt das Beste, das Pure Clean. Wenn es ins Wasser kommt, macht es gar nichts. Das kannst du rein theoretisch in einer geringen Form, geringen Menge, auch ins Aquarium werfen und es macht gar nichts. Und damit ihr mir das auch wirklich glaubt, haben wir nicht nur eine Scheibe. Nein, wir haben noch eine zweite Scheibe. So, das ist das Ergebnis von ein bisschen drüber fahren. Also jetzt nicht wirklich viel Anstrengung oder irgendwie, keine Ahnung, drücken oder sowas, sondern einfach nur drüber fahren, abnehmen, wunderbar. Dann nehme ich mir wieder ein ganz normales Zewa, mache ein bisschen Glasreiniger drauf, gehe abschließend drüber, weil das Bioclin hinterlässt einen kleinen Schmierfilm. So, LED habe ich euch auch schon gereinigt. Das seht ihr auch in einem kleinen Video. Wir setzen die Platten wieder oben auf. So, wir bringen jetzt unser Huminstoff ein, das heißt in Pulverform, was dann mit Wasser vermengt flüssig wird. Dieses werdet ihr aller Voraussicht nach auch bei uns im Onlineshop finden. Und wie ihr seht, ich mache mal kurz den Deckel zu, dann seht ihr ein bisschen mehr. Das ist Stand jetzt, mit ein bisschen was eingegeben. Das heißt, wir erreichen eigentlich schon wirklich diese braune Färbung wieder. Aber, da das ja der Rio Negro ist, Negro, schwarz, oder auch Feuerwasser genannt,
Weil wenn ihr unter Wasser seid und Richtung Oberfläche schaut, wo die Sonne scheint, dann sieht es aus, als würdet ihr in Feuer schwimmen. Und damit wir jetzt noch ein bisschen die Braunfärbung noch ein bisschen extremer hinbekommen, das heißt noch ein bisschen dunkler, geben wir noch ein bisschen Pulver ein, rühren es zusammen. Das heißt, wir haben hier so einen richtig schönen Kaffee. So, das reicht eigentlich, glaube ich, schon. Und wie vorhin im Video gesagt am Anfang, die Rückwand seht ihr von diesem Aquarium nicht mehr. Deswegen ist dieses Aquarium auch so schön, weil man einfach, wenn man davor sitzt, nicht die Tiefe des Aquariums erahnen kann. Das heißt, wenn ich jetzt davor sitze, kann es sein, dass dieses Aquarium metertief ist, aber in dem Fall sind es wirklich nur 30 cm, weil ich einfach aufgrund meiner Einrichtung einfach dieses Dreidimensionale, diese Tiefenwirkung erreiche. Das heißt, kleinere Äste nach vorne, größere nach hinten und natürlich mit dem Schwarzwasser meine Rückwand mich erahnen lässt. Das heißt, ich weiß nicht, wo das Aquarium endet. Und das ist das ganz Spannende, ganz Tolle daran an der Schwarzwasser-Aquaristik, dass ich einfach nicht nur dem Fisch was Gutes tun kann, nämlich durch die Huminstoffe einfach die Keimdichte und Bakteriendichte reduzieren kann, sondern ich schaffe es eigentlich auch, dass er einfach mehr Farbe zeigt. Ja, und das ist das Schöne daran, ein roter Neon in einem Schwarzwasser-Aquarium hat viel leuchtendere Farben, als ihr das jemals in einem Klarglas-Aquarium sehen könnt. Was kann ich denn alles halten im Schwarzwasser? Grundsätzlich alles, was aus dem Schwarzwasserbereich kommt. Das heißt, Schwarzwasser kommt natürlich nicht nur im Amazonas vor, sondern es kommt wirklich weltweit an vielen Orten vor. Asien, Afrika, Australien. Auch hier in Deutschland haben wir Schwarzwasserbereiche. Allerdings kommen die wirklich nur in den Tümpeln vor, also wo kein fließendes Frischwasser reinkommt, weil wir einfach nicht die Menge an Huminstoffen haben hier in unseren Ästen. Gerade hier in den Tannenwäldern kommt es bis gar nicht vor. Aber es gibt vereinzelt kleinere Schwarzwassertümpel in Deutschland. Wie das jetzt beim Neon aussieht mit dem Schwarzwasser, das seht ihr jetzt.